Hast du jemals von der Tragödie von Darth Plagueis dem Weisen gehört? Darth Plagueis war ein dunkler Lord der Sith, so mächtig und so weise, dass er die Macht nutzen konnte, um die Midichlorianer zu beeinflussen, dass sie Leben erschufen. Das Einzige, wovor sich noch fürchtete, war, seine Macht zu verlieren, was letztendlich natürlich auch geschah. Unglücklicherweise hatte er seinem Schüler alles beigebracht, was er wusste. Kurz darauf wurde er von seinem Schüler im Schlaf ermordet. Was für eine Ironie. Er konnte andere vor dem Tod retten, doch sich selbst konnte er nicht retten. Ein Sith bettelt nicht, Darth Tenebris. Eure Zeit ist vorbei, Meister. Ich werde die Sith zum neuen Ruhm führen, ohne euch. Captain, alle Kisten sind an Bord und wir sind startklar. Ich danke euch mal. Lasst uns endlich von diesem Hinterweltlerplaneten verschwinden. Natürlich, Captain. Wenn das so weitergeht, wirst du komplett Silber sein. Ich bitte um Entschuldigung, Sir, aber ich verstehe Ihre Anmerkung nicht. Suto, hör auf, den Droiden zu überfordern. Ach, Captain, lassen Sie mir doch meinen Spaß. Wir haben ja sonst nichts auf unseren langen Reisen. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich erst vor 3 Standardwochen ein Holoschachbrett installiert, welches von dir beschädigt wurde. Also erzähl du mir nichts von Langeweile. Der Alarmcall aus dem Hangar, Captain. Es sind die Kühlkisten. Was ist mit den Kisten? Nun ja, es sieht so aus, als ob eine von den Kisten geöffnet wurde. Von innen. Sieht aus, als hätten wir einen blinden Passagier. Auf in den Hangar. Suto, Ma, Fede, ihr bleibt hier. Ein blinder Passagier also? Hatten wir auch noch nie. Der Captain wird dem Eindringling schon zeigen, dass wir keine blinden Passagiere dulden. Suto, bitte komm. Schnell. Was gibt es, Captain? Suto, hast du den Strom in der unteren Ebene ausgestellt? Nein, wieso sollte ich? Wir stehen hier im Dunkeln. Was war das? Heben Sie die Hände! Sofort! An die Waffen, verriegelt die Tür! Thank you.
eure Waffe, Jedi. Oh, ich bin kein Jedi. Ich bin weitaus mächtiger. Und auf welchen Namen hörst du? Mein Name lautet 114D. Bist du in der Lage, dieses Schiff hier zu fliegen? Ich meine, die Crew kann das jetzt nicht mehr. Ich bin in der Lage, die Weglage zu fliegen. Dann mal ab ins Cockpit, 114D. Was ist mit den Leichen, Sir? Lasst sie liegen. Mir gefällt die Aura des Todes. Willkommen, Magister Damask. Wenn Sie mir bitte folgen würden, der Boss wartet bereits auf Sie. Lydra, meine Liebe, ich habe mit deinem Vater gerechnet. Nein, mein Vater ist momentan auf Nar Shaddaa, um Schulden einzutreiben. Ich kann ihn aber per Holo dazu schalten, wenn er dies wünscht. Nein, danke. Ich denke, wir sollten Boss Cabra nicht bei seinen Geschäften stören. Was kann ich denn für Sie tun, Magister? Ich muss euch leider mitteilen, dass Rugis Non tragischerweise ums Leben gekommen ist. Er hat mir alles vermacht, was er besaß. Und soweit ich weiß, hat er vor einiger Zeit sein persönliches Schiff hier untergebracht. Ich würde dieses gerne in meinen Besitz nehmen. Selbstverständlich. Das Schiff wird in wenigen Minuten Abflug bereit sein. Ich habe noch eine Bitte. Das Schiff, mit welchem ich hierher gekommen bin, schmelzt es ein. Ich habe alles, was ich brauche. Und bitte lass diesen Druiden hier reparieren und die letzten 24 Stunden seines Speichers löschen. Natürlich, Magister. Ich werde einen Techniker verständigen. Er ist so gut wie neu. Ein schöner Druide, wenn ich das anmerken darf. Was ist mit seinem Speicher? Die letzten 24 Stunden sind gelöscht. Wie sieht es eigentlich mit meiner Bezahlung aus? Der Bankclan finanziert diese gesamte Einrichtung. Ich denke, dies sollte Bezahlung genug sein. Aber natürlich, Magister. Sehr gut. Ich glaube, du fragst dich, wer ich bin. Oder 4D? Das Einzige, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich auf der Weglage unter Captain La diente. Um Ihre Frage zu beantworten, ja, ich frage mich, wer Sie sind. Mein Name ist Hego Damask. Sagen wir mal, ich habe dich von Captain La abgekauft. Hego Damask, meine Datenbanken verfügen Informationen über eine Investitionsgesellschaft namens Damask Holdings. Sie arbeitet wohl sehr eng mit den intergalaktischen Bankenclan zusammen. Deine Informationen sind korrekt. Ich bin der Leiter von Damask Holdings. Und du dienst mir nun als persönlicher Druide. Ich hoffe, du weißt noch, wie man ein Schiff fliegt. Aber natürlich, Meister Damask. Dieses Schiff ist zwar in Längen moderner als die Weglage, aber ich sollte in der Lage sein, das Schiff zu fliegen. Sehr gut. Dann nimm Kurs auf Monolith. Natürlich, Sir.